In der Manufaktur von Axel Stüber in Berlin wird noch ein für die Stadt typisches Musikinstrument hergestellt, die Drehorgel. Hat den Vorteil, man braucht nicht zur Musikschule zu gehen. Eine Drehorgel braucht man eigentlich nur zu drehen. Aber wenn man sie dreht wie ein Fleischwolf, hat man auch nicht die richtige Ausstrahlung. Also ein bisschen Ausstrahlung sollte man schon haben. Und man braucht sie also nur zu kurbeln. Da bewegt man dann über die Kurbel zwei Pleuelstangen, die ein Mic mit Luft füllen. Und das Ganze wird in diesem Falle pneumatisch abgetastet. Das heißt, wir haben einen Lochstreifen, der pneumatisch abgetastet wird. In alten Drehorgeln hat man eine Walze drin, die dann mechanisch abgetastet wird. Und ansonsten ist es das gleiche wie bei einer Kirchenorgel. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal hier schieben kann. Da gibt es dann hier draußen Register. Und die schalten dann die entsprechenden Pfeifenreihen ein oder eben auch wieder aus. Und so kann man den Klangcharakter noch ein wenig gestalten. Und man ist dann auch als Drehorgelspieler ein kleiner Musikus. Ihre Hochzeit hatte die Drehorgel vor rund 100 Jahren. In den 1920er Jahren gab es viel Armut und dadurch gab es auch viele Drehorgelspieler, denn viele der Invaliden bekamen die Erlaubnis, eine Drehorgel zu spielen, denn es war ein genehmigungspflichtiges Gewerk, was man da hatte. Und da gab es dann in dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise um 1930 800 zugelassene Drehorgelspieler in Berlin. Der Affe, der ist wichtig an jeder Drehorgel, symbolisiert er eben auch noch mit die 20er, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Denn er am Lederbändchen musste das Geld einsammeln, das die Mamsell aus dem Küchenfenster geworfen hatte. Axel Stüber hat sich 1977 in Berlin selbstständig gemacht und ist einer der letzten seiner Art überhaupt und der einzige in Berlin. Seine Orgeln hat er in 46 Länder verkauft. Ab 5000 Euro geht es los. Dann stecken rund 200 Stunden Arbeit drin und man kann mit diesen Instrumenten mit ihren 20, 30 Tönen richtig Musik machen. Wir haben es von einigen Kirchenmusikern schon gesagt bekommen, dass sie mit uns zufrieden wären. Ja. Dann, gern macht man auch Konzerte mit der Drehorgel in der Kirche und spielt dann Bach oder das Halleluja von Händel. Und da ist das für den sich Wegdrehenden kaum zu erkennen, ob es die große Orgel ist oder die kleine. Und das sollte es eigentlich bringen. Auch eine Drehorgel muss gestimmt sein. Verstimmt ist sie ein Leierkasten.